Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Im letzten Part sind wir ein bisschen angehauen worden, also von irgendwelchen komischen Mutanten da hinten in einer Höhle. Keine Ahnung, wie die Viecher. Naja, auf jeden Fall hatten wir Hilfe, Gott sei Dank, und haben das Leben irgendwie überstanden. Ja, übrigens, nachträglich habe ich ganz vergessen zu sagen. Wir hatten ein Level Up und ich gehe gleich mal pennen, weil ich bin angeschlagen, also bis zum nächsten Morgen pennen. Und ja, was will ich machen? Was wollen wir machen? Eine Quest. Wir müssen einen gewissen Typi aufsuchen. Ich glaube, dass der wieder oben sein tut im Spa-Hotel, im ehemaligen, und ich glaube, da rennen wir gleich mal hin. So. Feuerkraut. So, nehmen wir alles mit. Lalalala. Dum dum. Dülülü. Dum dum. Dülülü. So. Lauf, lauf, lauf. Tap, 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 tap. Alter Schwede. Der kriegt von uns Beinmuskeln. Ja, ja, ja. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Hoppala. So, nochmal 30 Kilometer hoch. Ich glaube, ich versuche es mal mit dem Jetpack, ob ich hier hochkomme. Jo, geht sie aus. Supi. Haben uns ein paar Meter gespart. Und wir sind schon da. Sehr, sehr gut. Hallo. So. Warte, nicht ganz richtig. Wir müssen da nach hinten. Stopp, warte kurz. Wie war das? Aha, hoppala. Da bin ich mich verlaufen. Hier ist noch ein Giftkraut. So. Da habe ich mich ganz kurz vertan. So wie es ausschaut, scheint es da hinten zu sein. Ich versuche das hier zu überleben. Hui, hui. Jawohl. Was, bist du ein Krieger? Ja, Krieger. Ich dachte schon, der hätte einen Namen gehabt. Weil Leute mit Namen sind immer wichtig. So. Halt, war der im Haus? Ist das der im Haus? Der ist im Haus, oder? Hallo? Ich schwöre, finster. So, jetzt wird's besser. Aha, da dröhnt sich hier. Hallo, Herr Bürgermeister. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Ja? Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Ich werde dich deshalb im Auge behalten, jawohl. Sollte ich dich kennen? Und was heißt das jetzt für mich? Jo? Und was heißt das jetzt für mich? Sagen wir einfach, ich habe immer ein recht genaues Bild von dem, was in Goliath vor sich geht. Mhm. Also lass dich besser von deiner Vernunft leiten, statt irgendwelchen Versuchungen nachzugeben. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Mhm. Meine Treue sichert das Wohl aller. Aha. Was macht dich so sicher, dass Gesetz unfehlbar ist? Erklär mir das Gesetz. Was macht die Berserker aus? Sinter schickt mich. Okay. Machen wir mal das obere. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Mhm. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Aha. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben.
Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Okay. Erklär mir das Gesetz. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Mhm. Erstens. Falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens. Die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens. Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens. Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens. Freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Mhm. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Mhm. Okay. Was passiert mit denen, die sich nicht dran halten? Gibt es keine Ausnahmen? Das obere. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod. Mhm. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Aha. Was macht die Berserker aus? Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Hast du eine Aufgabe für mich? Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Ich frage mal das untere. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Ja, die versuchen halt neue Anhänger, ne? Was stört dich daran? Sind sie den Berserkern überlegen? Was stört dich daran? Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Hm. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Aha. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Hast du eine Aufgabe für mich? Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Erklär sie mir nochmal. Na, was brauchst du? Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jora finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Toll. Verstanden. Verstanden. Gut. Ich erwarte dich bald zurück. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jora. Geh nun. Noch was? Sindar schickt mich. Sindar schickt mich. Sindar? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Aha. Was hat Jora damit zu tun? Was ist jetzt mit der Lieferung? Was hat Jora damit zu tun? Was hat Jora damit zu tun? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sindar zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen.
Meine Leute sind im Wald gestorben. Oh je. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Wenn das stimmt, sollte die Gegend niemand über... gemieden werden. So, Überlebensweis habe ich nicht. Von einem Unhold? Wer von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Oh je. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinda wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Mhm. Sag ihr das. Okay. Wegen des Klerikers. Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. Ei. Unverzüglich glaube ich nicht, aber im Laufe der Zeit. Kommt drauf an, wie stark ich bin. Gut. Das zudem. Gut. Was nun? Sowas hätte ich auch gerne. Cinder. Theoretisch, wenn ich darüber gehe. Und hier rüber. Müsste ich doch irgendwie runterhüpfen können, oder? Mit dem Jetpack. Dann müsste ich doch direkt bei ihr sein, oder? So mal, bitte warten. So. Achso, warte, im Haus ist sie, genau. So, Gnädigste. Wir haben mit ihm gequatscht tun. Und du hast ein Problemchen. Du hast doch sicher Sachen im Angebot. Achso. Ich habe mit Angrim gequatscht. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Ich könnte für dich gehen. Gibt es niemand anderen, der für dich gehen kann? Warum gehst du nicht selbst? Ach komm, wir gehen. Ich könnte für dich gehen. Du? Ich weiß nicht. Es ist ja nicht nur eine Lieferung, die ich brauche. Du wirst mir schon jeden Tag mindestens 5 Lieferungen bringen müssen. Nein, nein, das ist nicht die Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Okay. Dann gehen wir mal. So. Lalalala. So, wo sind denn die beiden? Immer dieser Technikram. Mei, ist die schlecht aufgeregt. Jetzt müssen wir wieder rauf, glaube ich. Oh yeah. Dann gehen wir wieder rauf. Dap, 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 beziehungsweise laufen rauf. Mann, ist das ein Hin und Her. So. Vielleicht können wir ein bisschen abkürzen. Sowas hätte ich auch gerne. Ja, ist praktisch. War nicht abstützen. Da. Halt, was war da? Ein Apfel. Noch einer. Und noch einer. Sehr, sehr gut. Hoi, Rika. Halt. Eine kleine Heilpflanze. Tja, mitgenommen. Noch ein Stückchen rauf. Hui.
Und... Hui! So, das geht ja schon viel besser. Na dann, da herunten haben wir schon mal jemanden. Ich glaube hier in... Ah, hier, du da. Cormac. Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen. Auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Ja, das wäre was Schönes. Was erzählt man sich über mich? Mir ist es egal, wenn sich die Leute über mich das Maul zerreißen. Eigentlich schon, aber ich bin trotzdem neugierig. Was sagt man denn so über mich? Was erzählt man sich über mich? Ich habe keine Ahnung. Ich höre bei dem Getratsche hier nicht besonders genau hin. Aha. Ich mache mir lieber mein eigenes Bild. Okay. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur kriegt das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Du scheinst kein Niemand zu sein. Wie stehst du zum Gesetz? Sinda braucht eure Hilfe, bring mir was bei. Natürlich das Obere zuerst. Du scheinst kein Niemand zu sein. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das ich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Oh, das hört sich sehr interessant an. Wie stehst du zum Gesetz? Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Mhm. Wieso geht euch das Gesetz zu weit? Das Gesetz gehört abgeschafft. Na, warum geht's euch zu weit? Wieso geht euch das Gesetz zu weit? Unser Mana macht uns stark und unsere Magie zu gefürchteten Kämpfern. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern. Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärktem Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Sonst gibt es keine starke Gemeinschaft. Gibt es Probleme zwischen den Clans? Gibt es Probleme zwischen den Clans? Natürlich. Aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Welche Leute? Dann zwing sie zum Gehorsam. Na, welche Leute? Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clanmitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung. Und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Das ist ein Problem, aber nicht meins. Wohl, da bieten wir Hilfe an. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldor reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Okay. Und wie es weitergeht, also mit Sinders Bitte vor allem, das schauen wir uns im nächsten Part an. Ihr Lieben,
Die rotzen immer so ekelig. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir rotzen, ich meine, wir hören uns im nächsten Part wieder. Tschüssi!